Was glaubst du? Schaut sich Ivo Sasek deine Filme an? Gut. Vorher ging es ans Angemachte und jetzt geht es ans Ausgemachte. Ob Ivo Sasek persönlich meine Filme schaut, weiß ich auch nach wie vor nicht sicher bestätigt. Wer aber ganz bestimmt meinen Film geschaut hat, Ivos Chefsekretärin. Und von ihr habe ich jetzt auch Antwort diesbezüglich erhalten. Es ist eigentlich so ziemlich alles falsch dargestellt, was sie bringen. Boah, echt jetzt? Alles falsch, was ich bringe? Es beginnt schon mit der Behauptung, dass Klar-TV-Sendungen nicht auf recherchierten Fakten beruhen, sondern nur auf Bauchgefühl. Ja, Bettina Busch nimmt wohl Bezug auf diese Aussage von mir hier. Okay, jetzt wird's interessant. Um Gott zu erfahren, müsse man seinen Kopf, seinen Verstand abschalten. Aber das Gehirn muss sich unterordnen dem Herzen. Um mit dem Herzen die Wahrheit erspüren zu können. Wo ich behaupte, in der OCG-Praxis immer das Herz über dem Verstand zu stehen haben. Nicht Fakten und wissenschaftliche Tatsachen sagen Ihnen, was wahr sein soll, sondern Ihre Intuition, Ihr Bauchgefühl. Ja, sehr geehrte Frau Busch, natürlich bin ich zu diesem Fazit gekommen. Durch Gespräche mit Aussteigern und ja, aber vor allem durch endloses Sichten, Recherchieren von OCG-Filmmaterial. Nicht mit der Absicht, das jetzt bis in die Nacht hinein auszudehnen. Welches Filmtake im Speziellen aber dann doch als Quelle dafür sich für mich ergab, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Es gibt einen Unterschied vom Herzen und zum Kopf. Das Herz ist eine Einheit, die kannst du mit keiner Möglichkeit teilen. Das Hirn hat zwei Hälften, schon rein optisch, ist wie eine Nuss, oder? Und ein Hirn ist immer, wenn du die Arbeit im Kopf, wenn du die Dinge im Kopf löst, im Kopf lebst, ist immer Teilung als Wesen. So wie das Herz eines ist, es hat zwar zwei Kammern, aber es ist so eng miteinander verwoben, aber der Kopf, der ist durch eine Schranke überbrückt, die eine Hirnhälfte zur anderen. Und solange man da oben lebt, die Dinge da oben abwickelt, ist immer Spaltung. Immer, immer, immer. Weil es ist getrennt vom Herz, es hat eine andere Drehrichtung. Immer das Gegenteil, oder? Im Geist zu bleiben. Und wenn man erkennt, man lebt diesen Bereich, in diesem Bereich, der Baum der Erkenntnis, meine Frau hat ihn schon angesprochen. Ich möchte nicht wissenschaftliche Sachen studieren und erkennen, sondern ich möchte die Wissenschaft des Geistes lernen, des Herzens. Ein bisschen diese Richtung dieses Baumes der Erkenntnis und die Botschaft, die Ivo heute so überzeugend auch in mein Herz gesprochen hat, ist diese Wissenschaft, dass wir eins sind. Einheit, das ist mehr als unsere Zukunft. Einheit, sie wird manch entscheidend sein. Und dass wenn wir nicht eins sind oder noch nicht, dann ist es nicht das Reich. Ist die Erkenntnis, die Umkehr darin, dass man sagt, das ist der falsche Lebensplatz, die falsche Lehrstube. Vom Grund auf, du magst tausendmal recht haben, es ist immer Spaltung am Schluss. Aber das ist jetzt genau der Baum der Erkenntnis. Und da macht man nicht einfach gut Hirn abschalten, auf Herz umstellen, ich verstehe zwar nicht, ihr seid ein bisschen Dummerle, ich bin halt gescheiter, oder? Aber jetzt verzichte ich mal auf meinen Kopf, jetzt komme ich mal zu euch Dummerle da runter, oder? Das wäre jetzt ungefähr dieses Unentschieden, auf das läuft es hinaus, ja? Sie sind noch nicht so weit. Man sagt immer Kopf ab in der OCG, du musst deinen eigenen Kopf abmachen. Irgendwann sehen sie es dann auch noch, oder? Aber ich will es gar nicht sehen, weil es umgeht. Ja, das glaube ich. Etwas ganz anderes geht. Hier ist die Einheit, hier sind ganz andere Maßstäbe, ganz andere Prioritäten, ganz andere Zielausrichtungen, ganz andere Prinzipien, ganz andere Lebensweise, ganz andere Aufgaben. Wenn das nicht so ist, dann verbindet es nicht und dann ist einfach etwas nicht in der Wahrheit. Welche Wahrheit? Zu dem hier Gesagten zieht auch ein nicht ganz unbedeutender Kinofilm übrigens ebenfalls eine Parallele. Ganz anderes geht. Hier ist die Einheit, hier sind ganz andere Maßstäbe, ganz andere Prioritäten. Aber wie auch immer, das Ganze ist und bleibt absurd. Der letzte Punkt, das war jetzt Anfang des Jahres, es geht um die gute alte flache Erde. Vor allem, weil die ganze Diskussion hier sich ja eigentlich um die Theorie der flachen Erde dreht. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken.
das mal aufzudecken, dass die Menschen merken, diese Wissenschaft stimmt nicht, die Realität ist eine andere. Wir gehen das anders an, wir meinen es anders, wir denken es anders. Bitte wacht auf, ihr Deutschen, wacht auf, ihr Europäer, alle. Und das kollidiert immer. Wenn jemand da oben lebt, ist immer Spalt. Du kannst drehen und wenden, wie du willst. Genau. Und darum will ich die Probleme nicht lösen mit einem Endkampf wissenschaftlich, sondern ich möchte den Endkampf im Herzen gewinnen und dann erkennen, das Herz ist tausendmal überlegen, diesen Bereich hier. Tausendmal, weil es an einer höheren Weisheit angeschlossen ist, an einer höheren Macht, die unsere Zeiten übersteigt. Willkommen in der wirklichen Welt. Wenn du das von da oben erkennst, wo das Herz angesiedelt ist, wo es angedockt ist, kannst du nur spucken aufs Hirn. Dann gehst du anders rum und sagst, weg mit diesem Kopf ab, oder? Ja. Es ist eigentlich so ziemlich alles falsch dargestellt, was sie bringen. Es gibt eine Welt voll Liebe und Glück, in die fühlen wir uns wohl in jedem Augenblick. In diesem Genuss, Körper Gottes zu sein, entfaltet sich sein Potenzial, weil wir uns ihm weihen. Bei uns zu Hause fängt alles an, einer hilft dem anderen, alle packen mit an. Weil jeder jeden von Herzen schätzt, wächst die Liebe auch nach außen, die uns stark verlässt. So sieht's wohl aus. Wir gehen durch, bleiben dran, nichts und niemand hält uns auf. Erleben Gott ganz live in uns, sein Kraftfeld baut sich auf. Wir gehen durch, wir geben niemals auf, machst du auch mit uns mit. Gemeinsam nehmen wir jede Hürde, bewältigen sie Schritt für Schritt. Gehen wir durch, oh yeah, ohne Furcht. Macht sich auch bereits wieder ein gewisser Raphael Hunziker dazu auf. Wenn Sie die OCG einmal mit einem Film darstellen würden, wie sie tatsächlich ist und funktioniert. Im eigenen Haus, da trainieren wir und weichen ihn nicht aus. Wir sprechen wir unterwerfen uns nicht. Jetzt reißt der Himmel auf und es wird jetzt Licht. Mit einer Wer ist denn von seinem Perfektion, Glauben und dem Bewusstsein her schon jetzt auf einem etwas anderen Stand als noch heute früh? Unaufhaltsam gehen wir voran, mit Gott in dir und mir bricht jeder Sieg sichtbar. Wir gehen durch, bleiben dran, nichts und wir sind mittendrin in Gott. Das Allergrößte, was Gott uns jetzt gibt, ist die Einheit, die Schlagkraft, die alles besiegt. Schalten Sie dieses Video bitte nicht frühzeitig aus. Eine brutale Satansekte, die aus der obersten Schicht unserer Gesellschaft bestehe. Dieser Clan gehört darum rechtzeitig vor ein, ich sag mal, Nürnberger Kriegstribunal. Wir gehen durch, bleiben dran, nichts und niemand hält uns auf. Erleben Gott ganz live in uns, sein Kraftfeld baut sich auf. Wir gehen durch, wir geben niemals auf. Gemeinsam nehmen wir
gibt einen Unterschied vom Herzen und zum Kopf. Was der Unterschied ist zwischen dem Baum der Erkenntnis und dem Baum des Lebens. Und ich bin dankbar, dass ich hier den Baum des Lebens von der Praxis her kennengelernt habe. Ja, genau so ist es. Baum der Erkenntnis, so wird der vierte und letzte Teil der Sektenboss-Serienverfilmung heißen. Es wird spannend weitergehen. Aber bevor es jetzt hier weitergeht, Kanal abonnieren, es wird sich lohnen. Ja, im Film wird es hauptsächlich um Familien gehen. Ich werde etwas mehr in die Tiefe gehen, als ich das bisher gemacht habe. Das ist das Thema Partnerwahl. Dann wird es auch um Hochzeiten gehen. OCGer sollen nur mit OCGerinnen heiraten. Ja, das andere ist eher weniger denkbar. Man sieht, der Wunsch nach Partnerschaft ist sehr groß. Bei den Männern offenbar größer als bei den Frauen. Aber bei so vielen schönen jungen OCGerinnen, die Gemeinde unbestritten hat, sollte man ja eigentlich wirklich davon ausgehen, dass jetzt auch der Hinterletzte noch seine geeignete Hausfrau fürs Leben findet. Und dann eine große Klage, dass viele Männer so viele Körbe bekommen von OCGerinnen. Ja, wie das wohl kommt. Ihr könnt euch etwa denken, wie ich mich fühle bei dem Gedanken. Man hat ja zu wenig Mädchen hier, oder? Es gibt doch einen Gott. Und er liebt mich. Oh, wer bin ich? Was mache ich hier? Ja, aber es gibt diese Favorite OCG Poster Boys. Das Problem ist nur, dass da halt eben die Sasek-Töchter schon hinterher sind. Also dieses Thema wird noch einiges an Zündstoff bergen. Aussteiger, die wieder zurück wollen in die OCG. Die merken, die haben einen riesen Fehler gemacht. Ja, kaum zu glauben, aber das gibt's tatsächlich. Und dort, wenn Menschen diesen Kriegsdienst unsachgemäß verlassen, ist es gar nicht mehr gut um sie bestellt. Das sind die stärksten Strafen im Krieg, ist das die Todesstrafe. Das musst du einfach wissen, so läuft es da draußen. Aber wir, weil wir keine Gottesfurcht haben, benehmen uns, wie wenn wir in einen Verein eintreten würden, wie wenn wir uns irgendwie in einem unverbindlichen Club befinden würden, wo man kommt und geht, so wie eine Geschäftsstelle. Ich nehme den Job an, morgen gehe ich weiter. Wir werden es zum Normalsten auf der Welt machen, dass es hier ein Kommen und Gehen ist wie bei einem Club. Versteht ihr das? Ihr seid nicht in meinem Club. Wir sind in einem Krieg. Wie ist es möglich, dass Menschen in so dermaßen komplett anderen Welten leben, in einer Welt, die ja förmlich ein Korsett vorgibt? Wieso Menschen einfach eine so komplett andere Sicht auf die Realität haben? Wenn Sie sich nur ein bisschen in der Realität aufhalten, würden Sie sehen, dass zum Beispiel im Anschluss an die Sendungen jeweils viele Quellen die Gegenstimmen belegen. Können diese aus einem Bauchgefühl stammen? Ja. Okay, mir ist noch ein Aspekt, die Qualität der einzelnen Artikel wichtig. Manchmal komme ich mit einzelnen Artikeln nicht so zurecht, wo ich sage, na, ist die Quelle richtig geprüft worden? Ich weiß nicht, wie du die Artikel dann freigibst letztendlich. Oder wie man mit Artikeln umgeht, wo man sagt, das stimmt doch so nicht ganz. Andererseits, wenn du sagst, die Quelle stimmt nicht, immer Frage, stimmt der Inhalt nicht oder die Quelle? Oder? Aber was ich möchte, ist, dass die Quellen, wie soll ich sagen, dass der Inhalt halt stimmt, dass der zuverlässig ist. Also ich denke auch, dass die SNG gerade Wahrheit und Licht verbreitet, weitergibt. Der Inhalt stimmt schon oft zur Quelle überein, aber die Quelle kommt irgendwo her. Licht und Wahrheit, ne? Ja. Aber wie soll dann bitte der Inhalt wahr sein, wenn die Quelle nicht stimmt? Das ist auch wieder so eine OCG-Logik, ne? Ja.
Ja, meine Freunde, ihr seht, es gibt noch so viel Material, das gezeigt werden muss, das gezeigt werden will. Und zwar Aussteiger, die vielleicht erst kürzlich gerade aus der OCG ausgestiegen sind. Ich weiß, das könnte sich als nicht so ganz einfach erweisen, denn Aussteiger, die erst gerade ausgestiegen sind, die haben, denke ich, eher andere Prioritäten, als sich hier einem medialen Fokus auszusetzen. Aber darüber reden, das kann ja auch helfen, ja. Und reden können OCGer, ne, das hat man bei Ruth Duszewski gesehen, die war ja so etwas von kompetent. Als wir da in Walzenhausen waren, für die Aufnahmen vor dem Haus der Sussex gestanden sind, wir wurden da ja beobachtet, die sind da oben an den Fenstern gestanden und haben uns beobachtet und uns ebenfalls gefilmt, ja, und ja, also ganz ehrlich gesagt, also ich habe gemeint, ne, also die klappt mir hier jetzt weg, ne, und ja, es wäre vielleicht ein bisschen zu viel für sie. Schleichen Sie uns ums Haus und versuchen uns zu informieren, Sie hetzen die ganze Bevölkerung auf gegen freie Medien. Und mir! Pfui, 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 pfui! Aber überhaupt nichts davon, ne? Diese Frau war wirklich ruhig, wie ein Medienprofi, ne? Hat die meine Fragen beantwortet, also so etwas von super sachlich und kompetent. Und also in der Filmsprache sagt man One Takes, ne? Also das waren alles All One Takes, ne? Also das musste, nichts musste nachgefilmt werden, nichts irgendwie, noch komm, machen wir das nochmals und so. Nein, nichts davon, das war alles ein Shot, wie ein Medienprofi, ne? Hat die meine Fragen beantwortet. Wirklich einfach nur, das war wirklich einfach, wirklich eine Riesenfreude war das, ne? Dann wäre es super, wenn ich zum Beispiel aus den vier großen OCG-Familien, wenn ich hier Aussteiger finden könnte, und zwar aus der Familie Ebert, aus der Familie Bühler, aus der Familie Christ und aus der Familie Forell. Das sind die vier OCG-großen Hauptfamilien. Und drei von diesen vier Familien sind auch bereits in die Familie Sussex eingeheiratet. Das wäre hier sehr, sehr spannend, hier Leute zu finden für den Film. Dann wäre auch sehr spannend, jemanden zu finden, der vielleicht einen guten Freund oder eine gute Freundin an die OCG-Sekte verloren hat. Das wäre auch sehr interessant. Ja, es ist ja so, vom Drehbuch her gäbe es zwei, drei Varianten, wie ich eben die Geschichte zu Ende erzählen könnte. Eine von diesen drei Varianten wäre meine Lieblingsvariante und dafür bräuchte ich eben auch meine sogenannte Wunschkandidatin. Ja, die habe ich, möchte den Namen hier aber nicht nennen, weil noch wirklich nichts eigentlich eingetütet ist. Ja, aber das wäre wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, weil mir liegt ja wirklich sehr, sehr viel daran, auch hier vielleicht einen zeitlosen Film zu machen, den man hier vielleicht ja auch in 10, 20, 30 Jahren noch schauen kann und der eben dann immer noch die Wahrheit oder sagen wir den Tatsachen entspricht. Daher wäre das wirklich absolut top, wenn das klappen würde. Ja, meine Freunde, ich werde den Film auf jeden Fall machen, aber ihr müsst mir natürlich schon ein bisschen auch zeigen, dass ihr den Film auch wollt. Das zeigt ihr mir, indem dass ihr meinen Kanal abonniert. Das ist wirklich äußerst wichtig. Weil ich wollte den Film eigentlich finanzieren durch Werbung. Das war eigentlich das Ziel, auch schon mit den ersten, zweiten Teilen. Das hat leider noch nicht geklappt. Auch jetzt ist es noch nicht so weit, dass ich meinen Kanal monetarisieren kann. Und deshalb kommen wir jetzt auch zu einem Thema, das ich eigentlich immer vermeiden wollte.
Ja, meine Freunde, ganz ehrlich gesagt, ich bin nicht imstande, jetzt erneut nochmals einen Film komplett praktisch selbst zu finanzieren. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn jeder von euch nur würde 10 Franken bezahlen, ja, dann wäre der Film bezahlt. Und ihr müsst hier auch nicht den Zehntel eures Monatslohnes geben. Ihr müsst auch nicht schuften ohne Ende. Das Schuften, das bleibt alles bei mir. Ich frage hier einfach ganz offen und ehrlich jeden von euch, wenn es möglich ist. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht möglich ist. Aber bei denen, wo es nicht möglich ist, die sollen wenigstens meinen Kanal abonnieren. Ne? Und den auch abonniert lassen und nicht rausgehen. Ne? Das wäre wirklich toll, weil dann könnte es relativ wirklich sehr, sehr schnell gehen, bis der Film dann auch kommt. Ansonsten geht es halt einfach wieder irgendwie 2 Jahre und das soll doch eigentlich nicht sein. Ja, gut, also. Kanal abonnieren, es wird sich lohnen. Ja, das wäre es eigentlich schon. Ach so, ja, ich glaube, Herr Sasek möchte auch noch etwas dazu sagen. Wenn Sie die OCG einmal mit einem Film darstellen würden, wie sie tatsächlich ist und funktioniert. Ja gut, also an dieser Stelle kommt mir eine Aussage einer jungen Aussteigerin in den Sinn. Eigentlich war alles noch 10-mal schlimmer, als dass du es in deinem Film gezeigt hast. Aber dann habe ich ja eigentlich einen OCG-Propagandafilm gemacht. Es ist eigentlich so ziemlich alles falsch dargestellt, was Sie bringen. Mein Film ist nicht die Wahrheit, ne? Wahrheit. Alle wollen sie immer die Wahrheit. I want the truth. You can't handle the truth. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war das nochmal? Wenn Sie die OCG einmal mit einem Film darstellen würden... Ach so, ja, genau. ...wie sie tatsächlich ist und funktioniert. Da müsste natürlich von eurer Seite her schon etwas mehr Transparenz kommen. Ne? Vielleicht mal ein Tag der offenen Tür, ne? Oder dass ich vielleicht mal live an eine Predigt von Ihnen kommen könnte, Herr Sasek. Und ich mich dann auch mit OCGern etwas austauschen könnte. No. No. Hell no. Aber daraus, denke ich, wird womöglich eh nie was werden. No, no, no. Weil da würde es ja dann eben heißen. Wo ist hier die Grenze zur Querverbindung? Was ist wirklich mein Time? Was nicht? Ja, aber mit Elias hätte es einmal doch schon fast geklappt. Ich muss ein bisschen verarbeiten, weil also eigentlich bin ich darüber hinweg an Sachen, die passiert sind. Und ich sage ganz ehrlich, ich sage dir das auch, es hat nicht alles mit der OCG zu tun, ganz ehrlich. Das Ja. Schon gut, Elias, schon gut. Nein, ich will nicht spielen. Ich will nicht, dass ich gefilmt werde. Apropos DSGVO, weißt du, müssen wir zuerst ein Einverständnis geben, bevor du irgendwas darfst in deinen Film reinnehmen. Das stimmt eigentlich, aber dadurch, dass ihr öffentliche Personen sind, habe ich das jetzt... Personen vom öffentlichen Interesse. Ja. Ja, liebe Freunde, soll die Geschichte hier abrupt so enden und sollen wir für immer Ivo Sasek das Schlusswort überlassen? Ich bin Ivo Sasek, der seit 43 Jahren vor Gott steht. Oder wollt ihr einfach ein paar Dinge noch etwas genauer wissen?